Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wieder ein Wunschvideo. Dieses Mal keine Review, sondern wurde ich gefragt, ob ich nicht mal wieder meine Top 20 Shoujo-Mangas machen könnte. Ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her und ich denke, es hat sich wieder vieles geändert. Ihr kennt das ja, weil es kommt immer was Neues dazu und im Laufe der Zeit ändern sich dann ja auch mal die Geschmäcker, so, wo man denkt, ah, der war vielleicht doch ein bisschen besser als der. Und ja, wie gesagt, deswegen gibt es heute meine Top 20 Shoujo-Mangas und ich werde mal schauen, ob ich das alte Video noch irgendwo habe. Dann werde ich euch immer zwischendurch kurz einblenden, was ich dann das letzte Mal so gesagt habe, was meine Plätze sind. Und ja, dann fangen wir auch direkt an und zwar mit Platz 20. Das ist bei mir Kimi ni Todoke na bei dir von Karu Shina. Das ist der. Der ist noch nicht abgeschlossen, der läuft noch. Es sind, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Bände es momentan sind. Ich glaube, es sind schon 20 oder es geht jetzt auf die 20 zu. Irgendwie so ist das auf jeden Fall momentan. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Shoujo-Manga, in dem es auch wirklich, ja, in erster Linie gar nicht mal so um die Liebe geht am Anfang, sondern mehr so, wie man die graue Maus, die mit Vorurteilen zu kämpfen hat, so ein bisschen aus sich rausholt und so. Und dann halt nachher auch sehr mit Liebe und allem und ja, ist ein sehr, sehr schöner Manga. Direkt mal los mit meinem Platz 20. Das ist Peach Girl von Miwa Ueda. Und Platz 19 ist ein etwas älterer Manga, der auch schon abgeschlossen ist. Und zwar ist das Otello von Satomi Ikizawa. Das ist der. Ja, der ist, wie gesagt, schon etwas älter. Kostete damals auch nur 5 Euro pro Band. Ich weiß gar nicht, ich glaube 7 oder 8 Bände sind es. Ja, und auf jeden Fall ist ein sehr, sehr schöner Shoujo-Manga. Wobei es auch nicht nur Shoujo ist, sondern es geht halt um unsere Protagonistin hier vorne, Yaya. Und ja, sie hat so ein Puderlöschen von einem früheren Anime und so. Und jedes Mal, wenn sie in den Spiegel schaut oder beziehungsweise jedes Mal, wenn sie in dieses Kästchen schaut oder auch später, so verwandelt sie sich in, ja, in Nana und ist ein komplett anderer Mensch, weil eigentlich ist Yaya halt eher so ein ruhiges Mädchen, was nicht auffällt und versucht Ärger zu vermeiden und Nana ist halt so das komplette Gegenteil und ja, es geht dann halt nicht nur darum, sondern es geht auch wirklich darum, dass sie sich verliebt, dass sie Hilfe bekommt von dem, den sie liebt und ja, der, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, steht hier jetzt auch gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, der Typ, der auch in sie verliebt ist, der hat halt damit zu kämpfen, weil er weiß von beiden, aber Yaya weiß halt nicht von Nana, aber Nana weiß natürlich von Yaya, weil sie ihr helfen möchte. Und klingt jetzt ein bisschen verwirrend, ist aber ein super, super Manga und kann ich nur empfehlen. 19. Galism von Mayumi Yokoyama. Dann Platz 18, wieder eine ältere Serie, die habe ich, glaube ich, damals zusammen mit Otello gekauft. Und zwar Peach Girl von Miwa Ueda. Der hat, wenn ich mich jetzt nicht irre, 18 Bände. Und ja, wie gesagt, ist auch schon etwas älter, aber ist ein richtig guter Manga, in dem es nicht nur um Liebesbeziehungen und Liebe an sich geht, sondern auch um beste Freundinnen und um Zickenkrieg und das Leben an der Highschool und viele Gerüchte und was da alles so mit einem passieren kann und alles auf sehr krasser Basis teilweise auch aufgebaut und deswegen auf jeden Fall ein super Band. Dann Platz 18, ein relativ neuer noch, The End of the World von Aoi Makino ist der. Ja, Aoi Makino. Dann Platz 17 ist auch ein Manga, der schon abgeschlossen ist, auch etwas älter. Und zwar Mizzle Happy von Miki Kiritani. Ich glaube, es sind 5 Bände, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ist auf jeden Fall auch ein ganz toller Manga. Hier geht es darum, dass Miki... Nein, Moment, wie hieß sie? Miki Kiritani, sie ist die Mangaka. Sie heißt Mikako. Mikako will halt das Omai ihrer älteren Schwester verhindern, beziehungsweise will den Typen, den sie heiraten soll, erstmal ein bisschen auschecken. Und zieht dann einfach mal bei ihm ein und dann entwickelt sich eine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr lustig mit anzusehen und sehr spannend auch, weil sich den beiden einige Hindernisse in den Weg stellen. Dann, wie ich vorhin ja schon gesagt hatte, zusammen mit Peach Girl gekauft, Otello. Der ist von Satomi Ikezawa. Dann Platz 16, auch ein Manga, der schon abgeschlossen ist. Und zwar Cherry Juice von Haruka Fukushima.
Das sind 4 Bände, meine ich. Die gibt es auch im Schuba und ich glaube mittlerweile gibt es die auch als so Sammelbände, das heißt 2 in 1 oder so. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Manga, denn unsere beiden Protagonisten sind Stiefgeschwister. Und ja, unsere Protagonistin liebt eigentlich einen Klassenkameraden bzw. einen Schulkameraden. Und unser Protagonist, also ihr Stiefbruder, liebt See und das ist alles so ein bisschen verzwickt und süß, weil er es natürlich auch nicht zeigen will. Er ist so der Coole und so und das kann man nicht zeigen. Und ja, es ist sehr, sehr lustig und sehr süß auch. Platz 16, Sugar Soldier von Mayusaka, ist ja auch noch ein relativ neuer Mann. Dann sind wir bei Platz 20, 19, 18. Platz 15, ich musste mal eben kurz, ich war gerade raus. Platz 15 und das ist Honey x Honey Drops von Kanami Nami, auch eines ihrer älteren Werke. Mit 8 Bänden, meine ich, abgeschlossen und ja, da geht es halt darum, es gibt auf der Schule, auf der die Protagonistin Yuzuru ist, das Honey-System. Das ist, das haben halt die Schüler mit mehr Geld, haben ein Honey, was sozusagen alles für sie regelt und ja, da ist es halt so, dass es dann immer so Spiele gibt, wo man dann sein Honey verlieren kann und ja, hier ist es dann so, dass unser Honey und ihr Master sich nach einer Zeit sehr gut verstehen, sich verlieben und dann natürlich damit zu kämpfen haben, dass ein Honey ja eigentlich überhaupt keine Liebesbeziehung miteinander mit einem Master haben darf und ja, was dann passiert, wenn man das Honey verliert und ja, ist auf jeden Fall ein toller Manga. Dann, mein Platz 15 ist ein englischer Manga, das ist Lovecom. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Anime Lovely Complex kennt. Auf jeden Fall ist das der Manga zum Anime. Es steht auch nochmal hier, Lovely Complex, der ist von Aya Nakahara und... Dann Platz 14, eine noch laufende Reihe und zwar Sugar Soldier von Mayusaka. Oh Mann, ich bin heute noch nicht so ganz drin. Das ist der hier, wie gesagt, der läuft noch. Typischer Shoujo halt, Liebesbeziehung, Highschool Love. Und unsere Protagonistin ist ein bisschen, ja, verschüchtert, weil sie hat eine berühmte Schwester, die ein Model ist. Und alle sagen, sie ist so toll und ihre kleine Schwester ist so das graue Mäuschen und... Ja, eigentlich nichts Besonderes, aber es hat trotzdem was und deswegen mag ich es auch. Also ich weiß nicht, irgendwas hat der Manga, das mich, ja, dazu bringt, ihn in meine Top 20 zu holen. Platz 14, Kiss and Hug von Kako Mitsuki. Das ist... Dann Platz 13, eine Reihe, die auch noch gar nicht so lange läuft, und zwar Close to Heaven von Rin Mikimoto. Ich glaube, bisher gibt es 6 oder 7 Bände. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist auf jeden Fall ein ganz toller Manga. Es geht nämlich darum, dass unser Protagonist hier, der ist sterbenskrank, hat nur noch ein Jahr zu leben und unsere Protagonistin, die beiden sind halt Nachbarn, sind auch in einer Klasse, hatten vorher nie viel miteinander zu tun und jetzt haben sie viel miteinander zu tun, verlieben sich und wissen, dass sie nur noch ein Jahr miteinander haben und wollen seine Lebensliste abarbeiten. Und ja, sehr, sehr schöner Manga, sehr spannend, auch oft zum Weinen und kann ich nur empfehlen. 13, ach, das ist so. 13, Kimi ni Todoke, nah bei dir von Karu Shina. So, dann geht's weiter mit Platz 12 und zwar ist das Aikos Geheimnis von Kaori, ja. Das ist eine noch laufende Reihe. Ich glaube, ein Band kommt noch, dann ist er abgeschlossen, aber ich weiß gerade nicht, wie viele Bände es sind. Da geht es halt um Aiko. Sie ist eigentlich wie so ein Junge, aber arbeitet zwischendurch bei ihrem Bruder im Maid-Café und sieht da halt ganz anders aus, weil sie da eine Perücke und sowas auf hat. Und ich musste kurz an die Kamera. Und auf jeden Fall ist es so, dass sie eigentlich immer im Konkurrenzkampf mit Leo ist. Die beiden sind halt im Basketballclub und ja, sind halt eigentlich ständig so, ja, geraten aneinander, beziehungsweise kämpfen gegeneinander, wer der Beste ist, wer die Beste ist. Und jetzt ist es halt so, dass Leo auf einmal in diesem Maid-Café auftaucht und sie nicht erkennt und sie auf ein Date einlädt. Und das ist natürlich Aikos Chance sozusagen, hey, ich bin besser als du, und ihn so ein bisschen reinzulegen. Und ja, so passiert auch schon, so geht's dann los mit dem, ja, spannenden Manga. Sora Lock von Kako Mitsuki auch. Dann Platz 11 und zwar Shinji Domei Cross, Alliance der Gentlemen von Arina Tanemura.
auch schon eine etwas ältere Reihe, ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie viele Bände es hat. Ich glaube, um die 12, 14, 15? Ich weiß es gerade nicht. Tut mir echt leid. Gab es auch schon neue Auflagen davon, die man dann im Schuh kaufen konnte. Und ja, da geht es halt um Haina. Sie ist in einer Akademie, in einer bestimmten Schule, in der es ein Klassensystem gibt. Was ich euch jetzt nicht komplett erläutern will, das ist dauert zu lange. Im Großen und Ganzen geht es aber darum, dass ihre große Liebe auf dieser Schule ist und da den höchsten Posten hat. Er wird der Kaiser genannt und sie natürlich alles versucht, um ja, mit ihm reden zu können und mit ihm zusammenzukommen. Dann sind wir... Platz 11. Cherry Juice von Haruka Fukushima. Das ist ein ganz, ganz toller Manga. Und zwar sind wir da bei Band 10 und das ist Rocking Heaven Teens Primal Love Beat von Mayu Sakai. Und ja, eigentlich nichts Besonderes, ein typischer Shoujo, bis auf die Tatsache, dass die Schule, auf die unsere Protagonistin Sara geht, vorher eine reine Jungschule war, jetzt eine, ein Mädchen halt mit aufnimmt. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen so, nach einer Jungschule vorher, das ist problematisch, weil die Jungs natürlich ja etwas ja, anders dann zu den Mädchen sind als normale Jungs vielleicht, wenn man vorher auf einer gemischten Schule war. Und darum geht es halt in diesem Manga, also sehr, sehr lustig und spannend. Platz 10, L of Decay von Ayu Watanabe. Dann Platz 9, auch schon abgeschlossen und zwar mit 8 Bänden, Happy Marriage von Maki and Joji. Und ja, das ist wirklich ein spannender, beziehungsweise auch sehr lustiger Band, denn es geht hier auch nicht um eine School-Love-Story, sondern es geht darum um Erwachsene. Und zwar ist es so, dass unsere Protagonistin heiratet, und zwar ihren Chef, aber eigentlich ihn gar nicht liebt und er liebt sie auch nicht. Das ist eigentlich mehr so eine Zwangsehe, damit die Schulden ihres Vaters getilgt werden und er halt ein Versprechen an seinen Großvater, ja, abtritt sozusagen, damit er das Geschäft weiterführen darf. Und ja, natürlich passieren da sehr viele lustige Sachen in so einer Ehe dann. Dann auch ein ganz alter Manga, auch einer meiner ersten, das ist Care First Love. Der ist von Kao Miyasaka. So, weiter geht's mit Platz 8 und zwar ist das Blue Spring Ride von Iyosaki Saka. Der läuft momentan noch, ich glaube es sind mittlerweile 12 Bände. Und das ist eigentlich auch wieder so ein typischer Shoujo, aber der ist einfach, ich weiß nicht, der hat wieder was, was ich irgendwie mag. Und ja, es geht eigentlich darum, dass Futaba, unsere Protagonistin, sich früher mit einem Jungen treffen wollte zu einem Fest. Er aber nicht gekommen ist und sie ihn dann in der Highschool wieder sieht und ja, immer noch Gefühle für ihn hat. Und ja, eigentlich nichts Besonderes, aber ein super Manga trotzdem. Ja, die 8. Shinji Demai Cross von Arina Tanamura. Dann Platz 7. Dengeki Daisy, Dengeki Daisy von Kyosuke Motomi. Ich weiß nicht, wie viele Bände es gerade hat. Auf jeden Fall ist er abgeschlossen und ja, der ist wirklich sehr spannend und auch lustig. Denn ja, es geht eigentlich um Teru und darum, dass sie beschützt werden soll von einem Freund von ihrem Bruder, von ihrem verstorbenen Bruder. Weil einige Leute hinter ihr her sind, weil sie bestimmte Daten haben könnte, glauben diese Leute, die ihrem Bruder damals gehörten. Und er war so ein kleines Genie, vor allen Dingen was ja, PCs anging. Und ja, ist sehr, sehr spannend. Teru hat übrigens auch einen Freund, mit dem sie andauernd per SMS schreibt, Daisy, der halt sie aufmuntert und den sie halt noch nie persönlich gesehen hat. Und ja, das ist ein sehr, sehr schöner, spannender Manga. Die 7. Blue Spring Ride von Iyosaki Saka. Dann Platz 6. Sora Lock von Kako Mitsuki. Das ist der hier. Hat, glaube ich, 4 Bände. Ja, 4 Bände, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ja, ein typischer Shoujo eigentlich auch. Ein liebes, normales Mädchen, ein böser Bube und alle, die dagegen sind. Und ja, einfach ein super lustiger und schöner Manga. Ein etwas älterer Manga auch, Tsunadokai die Sanduhr von Hinako Ashihara. Dann Platz 5, Care First Love, eine etwas ältere Reihe schon, von Kao Miyasaka. Das ist der. Das ist wirklich auch ein typischer Shoujo, aber ein richtig, richtig schöner auch. Unsere Protagonistin ist eigentlich so die graue Maus, wirkt immer ein bisschen böse und bekommt halt durch einen Jungen mal eine ganz andere Welt gezeigt und ja, verändert sich zum Guten hin und ja, eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte. Platz 5,
Marmalade Boy gibt es ja jetzt eine Neuauflage von. Der ist von Wataru Yoshitsune. Dann Platz 4. Und zwar 3-2-1 Liebe von Kaminami. Das ist der. Ja. Ich weiß auch nicht, wie viele Bände. Auf jeden Fall über 10. Und das ist auch ein ganz, ganz toller Manga. Hat das gleiche Prinzip wie Care First Love. Eine graue Maus, die durch einen Jungen in eine ganz andere Welt geholt wird und aus sich rauskommt. Und ja, einfach richtig, richtig gut. Dann Platz 4. 3-2-1 Liebe von Kenan Minami. Dann Platz 3. Eine alte Reihe schon. Und zwar Marmalade Boy von Wataru Yoshitsune. Mit 8 Bänden abgeschlossen. Ist wirklich schon älter, wie man sieht. Und aber trotzdem einfach ein super genialer Shoujo-Manga. Zwei Stiefgeschwister, die mit ihren kompletten Eltern unter einem Dach leben, weil die Eltern Partnertausch gemacht haben. Und die beiden können sich so überhaupt nicht leiden. Also Ärger und Spaß und alles vorprogrammiert. Also eigentlich super. 3. Rocking Heaven von Mayu Shinju. Da gibt es ja auch eine Neuauflage von, beziehungsweise Doppelbände von. Dann kommen wir schon zu Platz 2 und ich denke, ihr wisst, was es bei mir ist. Und zwar ist es Tsunadokai, die Sanduhr von Hinako Ashihara. Das ist der. Hat auch 10 Bände. Sorry, 10 Bände. Und ja, ist einfach ein super toller Shoujo-Manga. Also wirklich Liebe, Verlust. Man weiß bei diesem Manga auch nicht, wie er enden wird. Das ist einfach so unvorhersehbar und ich war so oft am Bein bei diesem Manga, weil der ist wirklich einfach nur super toll und ich kann ihn einfach nur empfehlen. Kokoro Button von Maki Usami. Und Platz 1, ich denke, das wisst ihr auch alle, was es bei mir ist, und zwar Bokura ga Ita von Yuki Obata mit 18 Bänden, wenn ich mich nicht irre, abgeschlossen. Und ja, das ist ein ganz toller Shoujo. Also wir kommen wirklich von der Highschool-Zeit bis ins Arbeitsleben, folgen wir den Protagonisten und ja, kommen einfach durch diese verschiedenen Phasen ihres Lebens, sehen so viel Kummer und aber auch glückliche Momente und verschiedene Beziehungen. Und ja, da war man sich auch wirklich nicht sicher, was denn da jetzt zum Ende bei rumkommt. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz toller Manga. Bokura ga Ita von Yuki Obata. Und ja, das waren meine Top 20 Shoujo-Mangas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye, bye!